Ja, es ist wieder passiert. Weiterer Tag. Ich denke mal in der Früh, ich fahre weg mit dem Auto. Ganz normal, steig ein. Kupplung, fahrt wieder durch. Moin, Meister. Hoppi. Ja, genau. Und jetzt schauen wir. Nehmen wir Zylinder. Oder geben wir Zylinder. Ja, klassische Straße. Über Min, da ist es, siehst du es? Bam. Er verliert scheiße viel Öl. Kupplungsnehmerzylinder verliert kein Öl. Ganz komisch. Es rinnt beim Motorsimmering, rinnt das runter. Das ist ein Rätsel, das frage ich meinen Papa dann. Und es ist jetzt der nächste Tag, meine Freunde. Und jetzt werden wir den Kupplungsnehmerzylinder ausbauen. Weil der Papa hat mir gesagt, ich bin angerufen und der hat gesagt, ja, dies, das. Und das rinnt dort raus. Und der Kupplungsnehmerzylinder ist einfach innen durch. Auch innen ist Getriebe undicht und das ist nicht gut, also müssen wir ihn ausbauen. Nein, habe ich schon bestellt. Wenn ihr genau sehen wollt, voll in Detail, wie das geht, beim 124D-Modell habe ich das abgefilmt. Die Folge heißt bei FixDriveSell #9. Da kläre ich alles genau. Aber jetzt zu diesem Fun-Video wieder und schauen wir, wie es weitergeht, ob ich ihn wieder auf die Straßen kriege. Freunde der gepflegten Mercedes-Kunde, heute ist es wieder soweit. Heute gibt es ein Update. Also, ich habe die Kupplungsnehmerzylinder hab ich ausgebaut. Das ist jetzt der von 124er, das ist der von 190er und die waren klar undicht. Jetzt habe ich da Reparatursätze für die bestellt. Die habe ich dann Reserve oder die werde ich verkaufen, weiß ich nicht. Ich werde 190er einen Ersatzteil von Ridex einbauen. Der kostet um die 20 Euro und dann fährt er wieder. Aufgebockt, da ist die Kupplungsflüssigkeit reingeronnen. Und ja, jetzt ist kein Kupplungsnehmerzylinder drauf. Der kommt nächste Woche, dann baue ich ihn ein. Kupplung entlüften und dann passt das wieder. Freunde der stabilen Unterhaltung, Paket, bam. Repsatz, da ist es der, da ist es der, genau die Dichtung war undicht, die Scheiße, das ist perfekt, bauen wir jetzt reinschütten und Freunde der Leiten- und Seitenunterhaltung, es ist zu spät. Ich habe jetzt so lange umgeschissen, es ist jetzt 21 Uhr 36. Ich habe jetzt den Kupplungsnehmerzylinder endlich eingebaut. Das sind die Werkzeuge, Ratschen mit Kreuzgelenk, der Schlüssel, Spezial 12er Schlüssel, Bremsleitung natürlich. Ich bin absolut am Ende. Was ich euch damit sagen will ist, never give up. Es gibt immer einen Weg, wie man etwas schaffen will, wenn man es genug will. In dem Fall wollte ich den unbedingt heute einbauen. Ich habe ihn heute eingebaut. Was habe ich dazu tun müssen? Ich habe mir überlegen müssen, wie kriege ich die Schrauben rein. Und die Vorgehensweise war wieder zuerst die Leitung ansetzen, dann die obere Schrauben, wo man schlechter dazu kommt, dann die untere und dann irgendwie einen Nuppel mit dem Kreuz gelenkt und dann festziehen. Da absolut Scheiß gebaut. Am Ende habe ich jetzt fertig gemacht. Entlüftet, Unterbodenabdeckung wieder draufgeschraubt. Es ist 2020, aber es gibt keine Ausreden. Es gibt einfach keine Ausreden. Und jetzt schauen wir mal, ob er überhaupt fährt. Das ist das Wichtigste. Bitte. Keine Ausreden. Win. Und deshalb sollte man nie aufgeben. Aber jetzt ist es aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. War jetzt eher mal so eine komplette Mitnahme, kein Tutorial, aber so wie muss man rangehen, wenn man jetzt wirklich was durchziehen will. Ich will, dass das Auto wieder fährt und das habe ich geschafft. Damit fahre ich morgen wieder in die Arbeit. Und das ist das neue Maschine. Honda. Ich rahme jetzt noch zusammen. Danke fürs Zusehen, abonniert den Kanal für weitere Motivationsvideos, wenn ihr einmal braucht. Euer Daimler Bernd. Heute bin ich fertig. Ciao. Ich fühle mich gerade wie Elon Musk bei dem anderen Video, Gangsters Paradise.
Schaut euch das Video an, das ist richtig cool. Servus. Hey.